Hallo, mein Name ist Michael Werkmann. Ich erkläre Ihnen die Bedienung der Heizung mit all seinen Aggregaten und worauf man im Winter achten sollte. Viel Spaß. Beginnen wir jetzt mit der Therme. Einschalten tut man die Therme hier an dem Knopf auf 1. Damit nehme ich die Therme in Betrieb. Ich muss immer darauf achten, dass hier genügend Wasserdruck auf der Anlage ist. Der ist jetzt hier in diesem grauen Bereich, also knapp über dem roten Bereich. Wir können auch den Heizungsfüllstand kontrollieren, indem wir hier auf Minus drücken. Er zeigt mir jetzt einen Wasserdruck an von ca. 1,3 bar. Das ist in Ordnung. Wenn ich heizen möchte, muss ich natürlich hier den Heizungsvorlauftemperatur wieder dementsprechend einstellen. Das wäre jetzt hier Sommerbetrieb, dann würde sie gar nicht angehen. Ich empfehle im Winter oder Übergangszeit so um die 50 Grad Celsius. Hier stelle ich die Warmwassertemperatur ein. Mache ich das auf Rechtsanschlag, dann erscheint hier ein C im Display. Ich empfehle mal, dass man das nicht macht, weil dann wird immer die Temperatur von dem warmen Wasser warm gehalten auf die hier eingestellte Temperatur. Manchmal wundert man sich auch im Sommer, warum die Therme angeht. Ich empfehle mal auszumachen, also mit Linksanschlag, dann geht das C hier wieder weg. Und dann kann man sich dementsprechend hier auch die Warmwassertemperatur einstellen. So um die 40 Grad reicht meistens aus, um zu duschen. Wenn ich jetzt zum Beispiel abwaschen möchte, dann drehe ich es halt auf 60 Grad hoch, dann kriege ich auch das Fett von dem Geschirr runter. Ja, das war jetzt so viel zu der Bedienung. Sollte es mal passieren, dass die Therme auf eine Störung geht, dann steht hier ein Fehlercode und das kann ich hierüber entsperren. Wenn ich das nicht schaffe, die Anlage entsperrt zu bekommen, dann natürlich bitte bei der Hausverwaltung melden, die dann alles entsprechende weitere einleiten wird. Dann gibt es hier, also falls mal der Fehler kommen sollte, kann man diesen Fehler abrufen, Minus und I gleichzeitig drücken. Dann hat man hier diesen Fehlerspeicher. Hier in dem Fall steht jetzt kein Fehler, geht man wieder auf I, dann war es das. Die nächsten Bauteile hier an der Therme. Wenn es mal zu Problemen kommt, muss man ja auch ab und zu mal telefonieren und der Servicetechniker wird dann Ihnen dementsprechend was sagen. Fassen Sie mal hier an, fassen Sie mal da an oder füllen Sie die Heizung nach. Wir beginnen mal jetzt hier einfach mit den Anschlüssen. Das ist der Heizungsvorlauf. Das ist der Warmwasseranschluss. Hier haben wir den Gasanschluss. Gas kann man absperren, indem man den hier zudreht. Der ist jetzt auf, also in Längsrichtung. Zu wäre dann so. So, hier ist der Kaltwasseranschluss und das ist der Heizungsrücklauf. Dann das nächste wäre da oben, das ist die Abgasleitung. Das Stück hier geht von der Therme bis in den Schornstein mit zwei Richtungsänderungen. Das sind 90 Grad Bögen. Dann haben wir das nächste, wäre jetzt hier zum Beispiel eine Schornsteinreinigungsöffnung, die darf man natürlich auch nicht. Also es passiert öfters mal, dass die hier zugebaut wird, sollte man eigentlich nicht machen, sonst gibt es Ärger mit dem Schornsteinfeger. Wenn es mal passiert, dass die Heizung nachgefüllt werden muss, ich habe hier schon was vorbereitet mit einem Schlauch, den Sie sich dann eventuell selber besorgen müssten. Ich zeige Ihnen jetzt mal nochmal die einzelnen Bauteile. Und zwar haben wir hier einen Küchenspülenanschluss. Das ist jetzt hier zwar noch keine Küchenspüle, aber das sind ja die ganzen Anschlüsse. In der Regel ist das hier der Anschlusshahn für einen Geschirrspüler oder Waschmaschine. Also man muss halt mit seinem Schlauch hier ran. Der ist jetzt hier direkt fest angeschlossen an der Therme. Und zwar ist hier der Heizungsfüllhahn. Ich habe jetzt den Schlauch zuerst dort angeschlossen, dann habe ich Wasser aufgedreht und so lange laufen lassen, bis aus dem Schlauchende keine Luft mehr rauskommt, sondern nur noch Wasser. Und dann bin ich hier rangegangen und habe das hier angeschraubt. Dann gibt es hier diesen Füllhahn. Und dieser Füllhahn ist zu. Der hat hier, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, so eine kleine Markierung. Und die zeigt im Prinzip auf zu. Und ich muss den Hahn so rum aufdrehen. Das wäre dann die Flussrichtung von dem Wasser. Also ich schließe ihn erst dort an, dann da anschließen, dann kann ich da aufdrehen und dann drehe ich hier auf und fülle ganz langsam vorsichtig das Wasser, bis ich hier meinen
Heizungsfüllstand erreicht habe von ca. 1,3 bar. Bitte darauf achten, dass da keine Luft mit reinkommt. In jedem Zimmer sind Heizkörper verbaut. Hier haben wir jetzt einen Küchenheizkörper, der mit einem Thermostatventil angeschlossen ist. Das Heizungswasser, was jetzt von der Therme kommt, fließt also im Prinzip hier durch die Rohre durch. Möchten Sie, dass es warm wird? Hier ist jetzt gerade Frostschutz eingestellt. Möchten Sie, dass es warm wird? Drehen Sie den Heizkörper auf 3. Damit öffnet sich, hier ist so ein Dehnstoffelement drin, das öffnet sich, wenn die Temperatur, die hier eingestellt ist, unterschritten wird. Das heißt, das Wasser geht in den Heizkörper rein. Wenn die Temperatur überschritten wird, dann dehnt sich dieses Dehnstoffelement aus und schließt im Prinzip dann hier das Ventil. Also es funktioniert von alleine. So, wir befinden uns jetzt hier im Wohnzimmer. Das ist natürlich der Raum, wo man sich am meisten aufhält. Und hier hängen schon mal Vorhänge. Und hier sind auch Heizkörperventile. Und die müssen immer bis zum Anschlag aufgedreht sein. Beide Heizkörper. Wir gehen mal jetzt noch zu dem nächsten. Den auch hier, das muss immer ganz aufgedreht sein. Und zwar hat es folgenden Grund. Wenn die Therme Wärme produziert, muss ja die Wärme hier raus aus dem Heizkörper in den Raum rein. Er wärmt diesen Raum und hier hängt ein Raumtemperaturregler. Und bei diesem Raumtemperaturregler ist es ganz wichtig, dass wenn die Wärme hier reinkommt, dass der das fühlt, der Regler, und dann natürlich die Heizung, die hier in der Küche hängt, ausschaltet. Wird die Temperatur unterschritten, weil die jetzt eine Weile aus war, dann führt es dieser Raumtemperaturregler wieder und dann schaltet er die Heizung ein. Ganz wichtig, was man hier beachten muss, wenn man jetzt hier die Vorhänge zuzieht, dann schafft der Heizkörper das nicht, weil das ist so ein Konvektionsheizkörper, der schafft es nicht. Die Wärme geht ja immer nach oben, dann geht sie hier rüber. Bis zum Ende des Raums fällt wieder runter und sollte eigentlich zurückströmen. In dem Fall hängt jetzt hier der Vorhang davor. Das heißt, die Wärme kann hier nicht wieder an den Heizkörper vorbeiströmen, so wie es jetzt hier ist. Ja, und dann durch den Heizkörper durchgehen, um dann wieder nach oben zu wandern. Das heißt, der Vorhang entweder weg oder den Vorhang hier so aufs Fensterbrett machen. Dann kann die Wärme auch dementsprechend zirkulieren. Oder den Vorhang ein bisschen kürzer, sodass die Wärme hier unten einströmen kann. Der Mieter fragt gerade eben nochmal, was er jetzt machen soll. Dann zieht er jetzt hier erst ein. Ich empfehle immer, jetzt ist ja bald Winter, also die Heizung immer laufen lassen und auf Frostschutz zu stellen. Hier gibt es ja zumindest an den Heizkörperventilen so einen Frostschutz. Ja, dass man das wenigstens auf Frostschutz stellt hier. Weil viele haben ja Bedenken, dass wenn sie hier heizen, dass sie zu viel Gas verbrauchen. Jeder Mieter ist verpflichtet, für Frostschutz zu sorgen. Also Heizung nicht ausmachen, sondern einfach immer laufen lassen. Als Beispiel 12, 13 Grad, dann hat man auf jeden Fall den Frostschutz sichergestellt. So, wir sind jetzt soweit durch mit dem Video. Falls dann doch Probleme auftreten sollte, bitte immer erstmal bei der Hausverwaltung anrufen. Die wird dann alles weitere einleiten. Falls Ihnen das Video gefallen hat, lassen Sie doch bitte ein Like da oder abonnieren den Kanal. Vielen Dank.